Hallo zusammen, Maya3707 hier. Heute mal aus einer komplett ungewohnten Kulisse. Ja, ich bin hier beim Nick, beim Buchtoaster zu Hause in Hallo. Hamburg. Ja, er ist hinter der Kamera heute. Ja, wir werden jetzt ein paar Videos für euch machen. Aber zuerst will ich was auspacken, denn ich habe von ihm was ein Geburtstag geschenkt bekommen. Ja, in meinem Maya3707 on Tour habe ich euch heute den Geburtstagstisch auch gezeigt, den er mir hergerichtet hat, weil ich immer noch total begeistert bin. Ja, und hier einen ganzen Haufen Zeug habe ich jetzt bekommen. Hier zum einen diese süße kleine Figur. Leg's mal hier am Boden alles runter. Hier ein Kuchen. Smiley Cookie. Das sieht ja auch richtig süß aus. Dann hier eine Packung Hamburger Speck. So Gummibärchen. Super, Dankeschön. Und jetzt noch ein Buch und was anderes eingepackt ist. Ich schaue jetzt hier rein. Gespannt. Ich kann von der Form noch nicht sagen, was es ist. Oh nö, wie cool ist das denn? Mit der kannst du nach hinten gucken, so. Es ist eine nach hinten Guckbrille. Ah, das ist ja geil, eine Agentenbrille. Die ist ja mal geil. Die setzt du dir auf und dann kannst du nach hinten gucken. Ah, ja, da steht drauf, sie hat einen Spiegel integriert. Das ist ja cool. Dankeschön. Und jetzt hier noch das Buch. Da bin ich ja sehr gespannt, was kommt. Ich hoffe, du hast es noch nicht. Werden wir gleich sehen. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich meine, und wenn, ist es auch nicht schlimm. Ja. Schleife abmachen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut verklebt. Oh, schwer aufzumachen. Jetzt. Nee, habe ich noch nicht. Jan Weiler. Kühn hat zu tun. Also es geht darum, dass da der Kühn, der mit in der Nachbarschaft so ein bisschen, weil ein Mordfall war da, glaube ich. Mhm. Und dann muss er dort in der Nachbarschaft, ermittelt er dann selber, weil irgendeiner von seinen Nachbarn aus seiner Straße muss dies gewesen sein. Und darum geht es halt in dem Buch. Da freue ich mich jetzt total drauf. Vielen lieben Dank, Nick. Ich hoffe, ich übersteuere nicht, weil ich sitze ja direkt neben der Kamera. Einfach nochmal Dankeschön, das ist so toll. Vielen lieben Dank, Nick. Jetzt, wir werden jetzt noch ein paar Videos dann für euch drehen, also seid gespannt. Bis dann. Maya3707.